Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Pokémon Sonne und Mond Guide. Heute geht es darum, wie ihr recht einfach an Geld rankommt. Bevor wir anfangen, muss ich dazu sagen, dass ich auf diese Methode hingewiesen wurde von dem lieben Allrounder98 auf Twitter. Link ist in der Videobeschreibung natürlich. Er hat es auf Twitter gepostet, ich habe ihn gefragt, er meint, ist gar kein Problem, kannst dein Video zu machen, wenn du möchtest. Deswegen zeige ich euch das jetzt kurz. Ihr müsst zur Ebene von Pony fliegen. Sobald ihr da seid, benutzt ihr das Tauros und geht ein Stück nach unten, biegt dann direkt rechts ab, bis ihr zu der Route kommt, wo die Felsen rumstehen. Das ist die Küste von Pony. Da macht ihr einfach die Felsen mit dem Tauros kaputt, das sind 4 Stück. Und unter diesen Felsen könnt ihr 3 Items finden. Sternstaub, Sternstück und ganz, ganz selten Kometstücke. Ihr macht nichts anderes, als die Felsen kaputt zu machen. Wenn ein Item unterliegt, sammelt ihr es ein. Dann verlasst ihr die Route über den nächsten Ausgang und wiederholt das Ganze. Ich habe das 15 Minuten lang gemacht und in der Zeit knapp 140.000 Poké-Dollar verdient. Ihr macht also nichts anderes, als dahin zu fliegen, die Items zu farmen und sie zu verkaufen. Viertelstunde, ich habe ungefähr 140.000 bekommen. Kommt natürlich darauf an, wie viele Items ihr findet. Wenn ihr mehr Kometstücke findet, werdet ihr viel mehr Geld bekommen. Ich habe leider nur 1 gefunden. Und ja, das war's auch schon. Ganz kurzer Tipp, um eine Menge Geld zu farmen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr abonnieren, kommentieren, gut bewerten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.